NDR Talkshow heute mit Peter Kraus über einen Zeitensprung, lila Wolken und 75 Jahre Rock'n'Roll. Jan Luckenbill über rote Lackschuhe in der Grundschule, Summertime in Biarritz und eine Wiedergeburt in Berlin, Friedenau. Nadja Tiller über Traumrollen, Wendemarken und die schreckliche Vergesslichkeit. Frank Schätzing über Breaking News, jüdischen Karneval und seinen Einsatz beim Tatort. Sonja Kraus über süße Törtchen, nächtlichen Backwaren und ihre Lust auf Neues. Saru Haber über einen Papa aus dem Harz, Bier trinken in der Sauna und kuriose Fakten aus dem Land der Finnen. Lilo Wanders über Frühlingsgefühle, komplizierte Beziehungen und Liebe ohne Sex. Auch heute wieder Ihr Gastgeber Hubertus Meyer-Burkhardt. Und Ihre legendäre Gastgeberin Barbara Schönhörer. Schönen Freitagabend. Ja. Aber die Frau, mit der Sie seit 45 Jahren jetzt zusammen verheiratet sind, skandalfrei, wie ich unterstreichen möchte. Ja. Samu, du bist ja auch Rockstar und ich könnte mir vorstellen, es läuft gut mit den Frauen. Jetzt bist du ja unglücklicherweise liiert. Ja. Ich habe eine sehr süße Lady at home, aber ja, da ist viele Temptations, you know, chances everywhere. Mhm. Aber wenn du stark bist, Herausforderungen. Wenn ihr habt Liebe, etwas stark, es geht, you know. Okay, dann geht's. Du kannst, you can be a copy machine salesman, Taxifahrer, und du kannst, you know, cheat your wife anyway. So. Ja. Das stimmt. Man kann auch als Taxifahrer seine Ehefrau betrügen. Das ist überhaupt kein Problem. Da also Samu und Peter Kraus zu. Und du bist jahrelang Taxi gefahren. Immer den Damen höflich und die Tür aufreißen und so. Das hat mir aber Spaß gemacht. Ich fand das toll. Ich finde das heute noch toll. Sie waren. Aber wir müssen noch mal unseren Rock- und Popstar von heute fragen. Siehst du dich als Vorbild? Und wenn du mit einer Bierflasche irgendwo stehst, denkst du dann, oh, das dürfen meine Fans nicht sehen, dass ich trinke? Oder sind das nicht die Gedanken, die du hast? Ich liebe Bier und Wein und diese geile, it makes you relaxed. Ja. Aber ich glaube, ich auch bin ein bisschen ein Role Model. Heute ist, wir sind zurück in die Gentleman Years. Ja. Mhm. Mit Nirvana und Guns N' Roses, das war etwas ein bisschen mehr schmutzig. Mhm. Ja. Aber, ich verstehe die Richtung, Heute mit alle Facebook, Instagram, alle diese. Man muss ein bisschen aufpassen heute. Das muss man ja sagen, das war eine ganz andere Zeit. Ja? Heute wirst du ja immer überall erwischt, überall überwacht. Alles wird gemeldet sofort. Mhm. An große Zeitung, das gab es ja damals nicht. Da, und was isst man in Finnland? Was hast du, was ist dein Lieblingsessen, was nur deine Mutter macht? Handmusik und Käse. Jawohl! Ja. Nee. Was ist da? Das ist da aus Frankfurt, Handkäse und Musik, oder? Handmusik, Handkäse. Das ist halt so ein sehr gesunder, eiweißreicher Stinkekäse mit ordentlich Kümmel drauf und gerne auch noch Zwiebel. Also danach bist du fertig zum Knutschen. Zuschauer. Ja, aber zu deinem direkte User. Response natürlich auch. Jeder kann kommentieren, du kriegst gleich ein Feedback und natürlich bist du ganz nah dran, denn wer dich anklickt, der hat sich dich wirklich, der lässt das nicht so beim Bügeln im Hintergrund laufen, wie oftmals beim Fernsehen, sondern der guckt ganz gezielt. Wir haben sehr bügeln Sie zu Hause gerade? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, jetzt dann nicht. Heute jetzt, nicht, aber. Jetzt tut man vielleicht andere Dinge um die Zeit. Ne? Das finde ich auch nicht schön nebenher. So, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und ich freue mich jetzt darauf, endlich mal auf einen gut gefüllten Tisch zu gucken, Hubertus, oder?
Aus Finnland kommen zwei sehr interessante Männer. Der eine ist die Stimme der wunderbaren Band Sunrise Avenue und er war Juror, Sie werden ihn kennen, bei The Voice of Germany. Viele Fans, also das haben wir gemerkt im Vorfeld. Und der andere ist der Weihnachtsmann. Freuen wir uns auf Samu Haber, meine Damen und Herren. Ich bin auch Representative von Weihnachtsmann. Bist du Teil der Weihnachtsmann? Ich mache viel Arbeit für Weihnachtsmann. So. Wir können über Weihnachten. Kommt denn der Weihnachtsmann nun wirklich aus Finnland? Ich dachte bisher, er kommt aus Schweden. Nein, er kommt aus Finnland, aus Korvatunturi. Ist klar. Ist in Lappland. Ja, wir haben mit Sunrise Avenue in Santa Park, Santa Cave, ein Festival gespielt. Ja. Er war da. Er war da. Ja. Dann muss es ja stimmen. 629 Jahre alt heute. Der Weihnachtsmann. Der finnische. Der only Weihnachtsmann. The only Weihnachtsmann. There's no Weihnachtsmann in the North Pole. No Weihnachtsmann in Schweden. Nie. Könnte es Schweden sein. Schweden hat Ikea, Volvo, Hennes und Mauritz. Und alle, Avicii, alle große Musikbands. Wir haben ein bisschen Nokia und Weihnachtsmann. Ja, aber dann so klein. Sorry. Und von Nokia hört man auch nicht mehr so viel. Ne? Na, ist egal. Woher kommt denn diese... Zeit kommt schon. Ja. Diese, ihr seid ein bisschen Rivalen, Schweden und Finnen. Ne? Ein bisschen. Ja. Es gibt so einen Satz in eurer Sprache, der da heißt, du kannst ruhig Zweiter werden, wo auch immer, solange der Finne nicht Erster wird. Solange der Schwede. Ja. Der Schwede nicht Erster wird. As long as they are behind. Woher kommt das denn? Aus Fußball, I don't know. Fußball? No. Sweden always, immer gewinnt. Ich weiß nicht. Wir sind das kleine Bruder von Schweden. We were part of Sweden in the past. Ihr wart in der Vergangenheit Teil von Schweden. Ja, und dann es ist immer... Ich kenne die Richtung. Jetzt lässt sich du hast mir im Vorfeld gesagt, du kennst keinen Franzosen, keinen Deutschen, keinen Engländer, der Finnisch so gelernt hat, dass du sagen würdest, der kann's. Die Sprache kann man nicht lernen. Willst du lernen? Nein. Finnisch? Nein? Davon kann keine Rede sein. Es sei denn... Wir sprechen nicht so viel in Finnland. Wenn du Hindu sagst, moi. Ja. Und wenn du... In Hamburg, moin auch. No, dann du sagst moi. Wenn du... Ach so, hier moin. Ja, gut. Moi und moin. Wir sind geschwätzig. Also, moin auf dem Hin und dann wieder moin auf dem Hin. Genau. Und ihr seid die Einzigen, die ernst saufen. Ich kenne so ein paar Karus Mäki, den Regisseur. Der setzt sich in eine Bar, redet mit keinem und trinkt so lange, bis er umfällt. Und dann kriegt er nach Hause. Aber egal. Du hast... I promise to speak very slowly, langsam. Jede Sprache kann man gut lernen, wenn man Alkohol getrunken hat. Ja, das hilft. Ihr habt in Finnland ein Getränk. Würdest du es mal hochholen, hier aus dem Weinkeller? Ach, du weißt gar nicht, dass es da ist. Wo soll es so holen? Guck mal hier. Das wird bei Budnikowski als Domestos verkauft, glaube ich. Nein. Aber hey. Sehr süß. Ja. Das ist eure Flasche, das ist meine Flasche, direkt aus Helsinki Flughafen. Salmiakki Wodka. Was ist das, Salmiakki? Salmiak. Lakritz. Lakritz. Ja. Ja, komm. So gut, wenn du ein bisschen krank bist, 2 Zentiliter und alles okay. Und wenn du tanzen willst, 2 oder 3 Zentiliter. Ja, oder 5. Ja. Genau. Ja. Jetzt? Barbara. Die Frau Kraus hat das Gläschen schon in der Hand. Sollen wir mal Frau die Flasche Kraus hat umgeben? Ja immer ein Gläschen in der Hand. Also I like you. Frau Kraus. Das ist hessische, die Verköstigung. Unsere hessische Schnapsdrossel. Also bitte, Bertolt. Das ist jetzt ein Kaffee. Ja, gehen wir durch. Was? Frau Tiller fühlt sich sofort gedisst. Also, ja. Wie sagt man denn? Oh, was ein schönes Färbchen. Groß. Komm, Lakritze. Wir sagen, die Original in Finnland ist Kippis. Oh, danke. Kippis. Nein, nicht Kippes. Kippis. Kippes. Ja, aber Kippes. Ja, man kann nicht gut mehr an Kippes. Kippes, ja. Oder auf Englisch Kippis. Kippis. Und was? Schenk dir mal einen, ja. Ja, und die Antwort lautet dann,
steht Höhle, Höhle, Kipne, Hinkwin, Hinkwin, Kölleki. Wie sagt man das richtig? Sag mal, hier, Höhle, Höhle. In so einer Kneipe war ich auch mal. Aber du bist fertig für Voice of Finnland 2015. Ich bin Mitglied bei Voice of Finnland. Jetzt pass auf, jetzt hat mich Barbara darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man dieses Wort etwas falsch ausspricht, dann heißt es, verbring mit mir eine Ehenacht. Was ja einigermaßen albern ist, wenn man gar nicht verheiratet ist. Man kann doch nicht zu einer Frau kommen und sagen, verbring mit mir eine Ehenacht. Wenn man gar... Na hier, also es scheint, hä? Also, pass auf. Nee. Hier war einmal Hülle, Hülle. Und wenn man dann antwortet, hey, hey, oh, hey, hey, also, liest du okay, das, ja. Come on, okay. Dann kann das heißen, du mich auch und verbring mit mir eine Ehenacht. Verbring mit mir eine Nacht. Ja, hier steht aber vielleicht Ehenacht. Ist das, das alte Finnisch, verstehst du das? Ja, genau. So schwer ist die Sprache gar nicht. Man muss nur die richtigen Handbewegungen dazu machen. Die meisten kennen dich hierzulande als der Juror von The Voice. Ja. Aber du bist ein real Rockstar in your... Ja. Ah, doch, bist du. Also die Band, wie heißt die Band? Ich bin der Haarüberei. Kippis. Kippis. Gut, schmeckt gut. Aber wir würden, bevor du dir jetzt hier die Kante gibst... Ich liebe deutsche Fernsehen. Ja, ich auch. Kippis. Ich würde jetzt... Du hast uns einen Song mitgebracht, ne? Ja, du musst hier ein bisschen ran noch. Du kannst ja nicht hier jetzt einfach... Das ist ja nicht wie beim Privatfernsehen hier. Wir haben Barbara und ich fühlen uns der Bildung verpflichtet und dem Anstand. Also, Samu, du singst jetzt nicht mit deiner Band, sondern mit deinem alten Saufkumpan wahrscheinlich. Mit Jukka. Mit Jukka. Mit Jukka. Bist du da? Jukka. Jukka ist da. Ja, das ist. Herr Bartlund aus Finnland. Ja. Okay. Jukka. Hallo, Marianne. Jukka, der Erfinder der gleichnamigen Palme, nein. Und ihr beide. So, jetzt hauen wir rein. Samu Haber und Jukka singen jetzt A Little Bit of Love wahrscheinlich. Here we are to find something. Here we are to make a move. And I just need a little bit. I just need a little bit love. You just need a little bit love. I don't need a crown on my head or a plan how to grow old, but I just need a little bit. I just need a little bit love. You just need a little bit love. And it makes me crazy how I need you, baby. No, I can't escape it, 'cause I just need a little bit love. Just need a little bit. I just need a little bit love. Just need a little bit. Can you see the bright horizon? Come with me to somewhere new, 'cause I just need a little bit. I
just need a little bit love. You just need a little bit love. And it makes me crazy how I need you, baby. No, I can't escape it, 'cause I just need a little bit love. Just need a little bit. I just need a little bit love. You just need a little bit. I just need a little bit love. I just need a little bit love. Samu Haber und Luca und Klavier. Little bit love. Da gibt's gleich noch einen kleinen Salviaki zur Feier des Tages. Kein Wunder, dass die Hälfte der 5 Millionen Finnen verrückt nach euch sind. Wie kam es, dass du ins deutsche Fernsehen gekommen bist? Du konntest gar kein Deutsch. Hast du extra für die Show The Voice of Germany Deutsch gelernt? Ja. Ja, ich habe. Aber Deutsch ist easy. Wir waren im Studio mit den Jungs, Bandjungs und Producers und alles. Und die Jungs haben die Musiker, ja, Dings und Dongs gemacht. Ja. Und ich war in die Vocal Recording Room. Singen, singen, zang, gesungen. Okay, singen, singen, zang, gesungen. Okay, schwer. Okay. Lieben, lieb, lieb. No, 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 lieben. Liebte. Liebe. It's like geliebt. So schwer. Es ist so schwer. Es ist immer anders und man kann es nicht erklären. Und erster Moment in die. Nein. Und der erste Moment, erste Minute in der roten Stuhl. Ja. Hast du gedacht, es ist. Ich habe gedacht, ich brauche eine Pistole. Ja, okay. Eine Pistole. Aber jetzt sind wir sehr froh, dass du keine Pistole genommen hast. Und jetzt ist die große Frage, wirst du auch in der nächsten Staffel wieder auf dem roten Stuhl sitzen? Weil The Boss Hoss ist raus. Bei Nena ja. Ist auch raus. Aber alle wollen, dass du bleibst. Was können wir sagen? In Staffel 4, wir haben nur 2 Stühle. Geldproblems, Finanzkrise. Ja. Nein, nein. Ich weiß nicht. Ich hoffe. Wir haben so viel zu machen mit Sunrise Avenue, klar. Ja. Mit Festivals und Tours und alles. Aber es ist 60, 40. Oder dass 70, du dabei 70. bist. Ja, oder 40, 60. Ich weiß nicht. Das ist möglich. Ich hoffe. Ja, yeah, I don't know. You really don't know. I really don't know. But I hope it works out. Okay, before, yeah. Gut. Also wir sind gespannt. Wir hoffen. Das war Spaß. In Finnland gibt es mehr Saunas, also Saunen, als Autos. Hast du auch mehrere? Das, ja. Du bist Rockstar. Hast du mehrere Saunen zu Hause? Sauni. 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 Nur eine Sauna. Nur eine. Aber groß. Ah, verstehe. Okay. Ja. Und dann geht man bei jeder Gelegenheit zusammen in die Sauna und peitscht sich aus. Mit Birkenzweigen. Ja, Sie lachen, Sie haben keine Ahnung von der finnischen Kultur. Nein, da peitscht man sich mit Birkenzweigen aus. Die werden sogar über den Winter eingelagert, dass man die. Wie heißt noch die Birch? Birken. Birken. Okay. Ja, das machen wir. Aber das ist sehr gut für die Skin. Ja, ja. It cleans your. The schmutzige Frau away. Ja. Also alles weg mit der schmutzigen Frau. Ich hoffe, er hat rot gesagt und nicht Frau. Ja. Nein, das meinte er ganz anders. Ja. Und auch an Weihnachten. Auch an Weihnachten geht ihr erst in die Sauna. Und dann zur Frau. Um euch. Um. Ja. Weißt du eigentlich, dass die einen Euro haben, aber keine Centmünzen? Ja. Warum eigentlich? Es gibt nicht? Keine 1- und 2-Cent-Stücke ja. In Finnland. Habt ihr? Nein, ihr. Ja, klar, wir haben. Ja. Ihr habt nicht, oder? 1 Cent okay. Und 2 Cent. Ein solides Finnland, finanzierten wir haben Kreditkarten und Geldkarten. In Deutschland, du brauchst Geld, Geld, Geld. Ja, im Restaurant, ja. Das ist ein bisschen.
peinlich. Ja. Aber in Finnland, ich weiß nicht, was wir haben. Was ihr habt, aber du hast eine Kreditkarte. Ihr seid so ein Digital-Kaufhaus. Ihr seid ja so ein komisches Land. Ich meine, ihr seid auch Tango. Also ihr habt erstmal die keine Centstücke, dann habt ihr so viel Saunen, mehr als Autos. Dann habt ihr, was habt ihr noch? Tango. Ihr tanzt gern Tango. Das kommt aus Argentina. Ja. Argentina. Aber ja, wir tanzen. Sie tanzen Tango, ich kann nicht tanzen. Du kannst nicht. Kein Tango tanzen? No. So, dann habt ihr eben diese Sprache. Da wollen wir noch mal drauf. Da haben wir was vorbereitet. Diese merkwürdige Sprache. Ich halte, wir haben nämlich wirklich was Tolles vorbereitet. Die finnische Sprache hält viele lustige Überraschungen bereit. Frank, ich hoffe, du hast die Lesebrille dabei. Also, Frank Schätzing, liest doch. Du sagst erstmal nichts jetzt. Don't say anything. Promise. Also, irgendwann schon wieder, aber jetzt mal. Frank, würdest du mal das gerade vorlesen? But there's a mistake. Das ist ja, auf jetzt. Ist gar nicht. There is a mistake. Ja, gut, das kannst du gleich. Also, Frank. Okay. Alles Recke sind Kissa. Das war geil. Aber der Fehler war weg. Was? So, jetzt sag aber du. Weißt, was das bedeutet. Jetzt sag du erstmal, was es heißt. Jetzt sagst, sprichst du es mal aus. Mal. Jetzt du musst es sagen. Alles Recke sind Kissa. Was? Und das heißt, jetzt Barbara, quäle diese Katze nicht. Ein Satz, den man in Finnland häufig. Häufig. Denn es gibt mehr Katzen als Saunen, weißt du? Ja, natürlich. Also das war Western Accent. Peter Kraus gibt uns jetzt eine kurze Kostprobe, wenn Sie mal lesen würden, Peter. Lente kone sui kuturbilli nimo tot tira pume ka nikoa lui pese rio fila. Samu. Lentokone suihku turbiinin moottori apu mekaanikko ali upseri oppilas. Upseri oppilas. Super. Und es heißt Flugzeug Jet Turbinenmotor Assistenzmechaniker Unteroffizier in der Ausbildung. Jesus. Der häufigst genannte Berufswunsch der Finn, übrigens. So, jetzt noch einen kommen. Einen haben wir noch? Nadia, möchten Sie mal? Ich kann es ja versuchen. Sitematetki. Ja, te messer che tocca secco. Das war ja. Ja. Und auf Finnisch, das klingt. Sötta mä. Oh, ups. Ja. Komm, trink einen Schnaps. Reverse. Trink noch einen. Ja. Sötta mätta jättämis päätöksensä kö. Und das heißt? Flirt. Ist es seine Entscheidung, etwas nicht strafrechtlich zu verfolgen? Aber wollen wir noch einen machen? Komm, einmal. Wir haben nur noch Dinge aus der deutschen Sprache. Auch die deutsche Sprache hält schöne Dinge parat. Ach schau, Fußball-Weltmeisterschafts... Endrundenteilnehmer. Das habe ich schon häufiger mal gelesen, aber das ist auch etwas Schönes, was es tatsächlich gibt. Und das soll Samu jetzt mal vorlesen. Ja. Rindfleischetikettierungsüberwaschungsaufgaben übertragung. Wie viele Konsonanten ihr habt. Wir haben viele Konsonanten. Wenn ich wieder bei The Voice, nächste Season, kann ich das nutzen? Das kannst du. Ja. Ich schenke dir das, darfst du mitnehmen. Ja, danke. Jetzt geht's in den Tourbus. So, also, letzte Frage, diese Tattoos auf deinem Unterarm, ist das finnisch? Nee, nicht richtig, ne? Das eine heißt Forever Young. Ja. Yours? Me Young, yours. Forever yours. Okay. Ich hab's von so weit, ich kann's nicht mal gut lesen. Samu. Sorry. Du bist ein guter, Entschuldigung, ein guter Repräsentant deines Landes. Ja. Also ich habe selten über einen Finn so gelacht wie über dich. Du bist mit Sunrise Avenue on Tour in Deutschland. Singst alte finnische Lieder, glaube ich. Volkslieder. Sei froh, wenn jemand kommt. Jetzt kommt heute. Samu, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Danke.